Hallo, ich bin Oliver von 163 Grad. In diesem Video geht es darum, ein gebrauchtes Tesla Model S in Holland zu kaufen, nach Deutschland zu importieren und zuzulassen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, bevor es losgeht, muss ich noch eine kleine Korrektur machen zu dem ersten Video, was ich zu dem Thema hier schon gepostet habe auf meinem Kanal, nämlich zu den Garantieregelungen von Tesla. Da bin ich mehrfach darauf angesprochen worden. Ich habe es nochmal genau nachgeguckt und die Grenze ist tatsächlich bei 80.000 Kilometern, nicht bei 100.000, wie in dem ersten Video erwähnt. Also, wenn ihr bei Tesla ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, das weniger als 4 Jahre alt ist und weniger als 80.000 Kilometer gelaufen hat, dann bekommt ihr von Tesla 4 Jahre Garantie und 80.000 Kilometer, also die gleiche Garantie, die man auch als Neuwagenkäufer bekommt. Wenn ihr ein Fahrzeug kauft, das älter ist als 4 Jahre oder das mehr als 100.000 Kilometer runter hat, dann bekommt ihr 2 Jahre Garantie, beziehungsweise bis zu einer Gesamtlaufleistung von 160.000 Kilometer. Also wenn ihr dann ein Auto kauft, was 120.000 Kilometer auf der Uhr habt, zu dem Zeitpunkt, als ihr es kauft, bekommt ihr noch 40.000 Kilometer restliche Garantie oder 2 Jahre. Was ihr in jedem Fall dabei habt, sind 24 Stunden Pannenhilfe. Das gehört in beiden Garantiepaketen dazu. Und was auch immer dabei ist, ist die ursprüngliche Garantie auf die Fahrbatterie, auf die Hochvoltbatterie und auch auf die Motoren, auf den Antrieb, also die Elektromotoren und wenn man Dual-Motor hat, also auf den Motor vorne und hinten. Diese Garantie beträgt 8 Jahre ab erster Zulassung des Fahrzeuges. Die wird mitverkauft, die bleibt euch also auch erhalten. Die einzige Ausnahme sind hier die Fahrzeuge mit einer 60 Kilowattstunden Batterie, bei denen ist dann die Fahrleistung noch auf 200.000 Kilometer begrenzt, also 8 Jahre oder 200.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Die Fahrzeuge mit einer Batteriegröße von 70 und größer haben das unbegrenzt, also ohne Kilometer. So, das soweit zur Korrektur. Dann kurz zusammengefasst, was bisher gelaufen ist. Ich habe am 26. Juni 2018 ein gebrauchtes Tesla Model S auf der Homepage von Tesla direkt gekauft, in diesem Fall in Holland, nicht in Deutschland. Die Gründe dafür habe ich euch auch dargelegt, Preisniveau, Auswahl und so weiter. Ich habe über den Button, den will ich bestellen, auch gleich 4.000 Euro anzahlen müssen, die auf einer Kreditkarte belastet worden sind. Und danach habe ich einen Anruf vom Tesla-Mitarbeiter bekommen. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Wir bereiten das jetzt vor und melden uns bei dir. Das ist praktisch das Ende des ersten Videos gewesen, was ich euch vor einiger Zeit reingestellt habe. In der Zwischenzeit ist viel passiert und da will ich euch gerne aufs Laufende bringen und auch informieren, sodass der ein oder andere, der sowas auch vorhat, da entsprechend seine Erfahrungen draus ziehen kann. Ja, nach meinem letzten Video war zunächst einmal eine Woche lang keinerlei Kommunikation mit Tesla mehr angesagt. Tesla hat mich also nur angerufen, wir bereiten das vor und dann melden wir uns bei dir. Die haben sich über eine Woche nicht mehr gemeldet, auch auf E-Mails nicht reagiert. Das habe ich schon von anderen Käufern gehört, dass das teilweise bis zu 3 Wochen geht. Also nicht wundern, finde ich nicht besonders klug oder nicht besonders schick, aber die melden sich eine Zeit lang nicht und sind auch irgendwie wie vom Erdboden verschluckt, so lange, bis das Auto da irgendwie in Tilburg zur Abholung bereitsteht und alles soweit vorbereitet ist. Das war bei mir nach einer Woche, da habe ich Glück gehabt, andere warten 2 oder 3 Wochen oder auch länger darauf, von denen dann was zu hören. Ich bekam dann einen Anruf, dass die Rechnung jetzt erstellt ist und ich den Restbetrag für das Fahrzeug, 4.000 Euro waren ja schon auf der Kreditkarte belastet, ich den Restbetrag für das Fahrzeug jetzt überweisen kann. Die Rechnung habe ich mir dann abgerufen und habe den Geldbetrag auch überwiesen. Und dann noch ein Thema Mehrwertsteuer, bin ich auch darauf angesprochen worden. Tesla verkauft die Autos immer brutto, inklusive der holländischen Umsatzsteuer. Tesla reagiert auch nicht auf das Ersuchen, weil man eine deutsche Umsatzsteuer-ID-Nummer hat, das dann auch reduziert zu bekommen, sondern die Mehrwertsteuer oder die holländische Umsatzsteuer muss man sich dann über das Finanzamt zurückholen, das muss man einreichen
und das dauert bis zu 3 Monate, bis man das Geld auf dem Konto hat. Das solltet ihr also an der Stelle noch wissen. Ja, Rechnung habe ich bekommen. Dann habe ich an Tesla eine Kopie meines Personalausweises mailen müssen. Mit dieser Kopie und der vollständigen Bezahlung des Autos hat Tesla das Fahrzeug in Holland abgemeldet und mir dann anschließend die Papiere, die holländischen Papiere mit der Abmeldung nach Hamburg geschickt, sodass ich damit dann zum Verkehrsamt gehen konnte. Ich habe das bei Tesla als brandeilig markiert. Da haben die auch reagiert. Warum das so eilig war, erkläre ich euch gleich bei dem Thema Zulassung. Da gab es eine bestimmte Frist einzuhalten. Insofern mussten wir uns da alle ein bisschen beeilen. Ja, dann bin ich zum Verkehrsamt gegangen mit meinen ganzen Papieren und habe gesagt, hier, wie sieht's aus, kriege ich den hier zugelassen? Und dann hieß es, ja, kein Problem, aber du brauchst halt einen Termin. Ohne Termin machen wir hier gar nichts. Und so musste ich mir dann erst noch einen Termin holen beim Verkehrsamt. Die haben hier in Hamburg ungefähr 10 Tage Vorlaufzeit. Also insgesamt ganz spannendes Thema, aber sehr viel Warterei. Erst auf Tesla, dann auf dieses ganze Zahlung, Abwicklung, Papiere abmelden, Papiere schicken. Und jetzt musste ich dann noch beim Hamburger Verkehrsamt 10 Tage warten, bis ich da dran kam. Das hat natürlich für einige Verzögerung gesorgt. Ja, insofern muss man sich da etwas in Geduld fassen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ja, jetzt zur Zulassung des Teslas. Also grundsätzlich gibt es, wenn ihr ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem EU-Ausland importiert und hier zulassen wollt, da gibt es grundsätzlich 2 Szenarien, wie das laufen kann oder was ihr da machen könnt. Wichtig ist, wenn das Fahrzeug älter ist als 3 Jahre, also die Erstzulassung des Fahrzeuges länger her ist als 3 Jahre, dann braucht ihr die holländischen Fahrzeugpapiere. Das sind in Holland eine Art Scheckkarte. Die sieht so aus wie eine Krankenkassenkarte ungefähr. Das Ding braucht ihr und ihr braucht aber auch den DIN A4-Zettel dazu. Also das ist eine Karte, die oben auf einem DIN A4-Zettel eingeklipst ist, und den DIN A4-Zettel bitte nicht wegschmeißen. Das ist sozusagen der Brief und Schein. Also Zettel und Karte sind beides Zulassungsdokumente. Die braucht ihr beide. Wenn ihr nur die Karte habt, reicht das nicht. Wenn ihr nur den Zettel habt, reicht das nicht. Ihr müsst die Karte und diesen DIN A4-Zettel haben. Dann braucht ihr eine COC-Übereinstimmungsbescheinigung von Tesla, dass dieses Fahrzeug also mit diesen Werten übereinstimmt und wo auch die Werte drauf sind, die in Deutschland dann in die Kfz-Papiere eingetragen werden. Ihr braucht den Kaufvertrag und die Rechnung. Ihr braucht natürlich die üblichen Dinge wie euren Personalausweis, eine Deckungskarte der Versicherung und so weiter. Und jetzt kommt's, ihr braucht eine Abnahme vom TÜV. Das heißt, das Fahrzeug muss vom deutschen TÜV abgenommen worden sein. Und den Beleg dafür braucht ihr für die Zulassung. So, und da drehen wir uns dann so ein bisschen im Kreis. Denn ohne die TÜV-Abnahme kriegt ihr die Papiere nicht. Den Wagen müsst ihr ja erst zum TÜV bringen, dann kriegt ihr also praktisch das Kennzeichen nicht. Man dreht sich also im Kreis, ohne TÜV gibt es kein Nummernschild, ohne Nummernschild kann ich den Wagen auch gar nicht zum TÜV bringen. Also irgendwie komme ich aus der Nummer da nicht raus. Der ausländische TÜV, der holländische TÜV wird in Deutschland nicht anerkannt. Die TÜV-Abnahme ist dementsprechend nur in Deutschland möglich und hier ist das Problem, wenn das Auto in Holland steht. Irgendwie muss das Auto zum deutschen TÜV kriegen. Auf den holländischen Papieren ist ein Datum drauf. Ihr könnt das Fahrzeug bis zu diesem Datum tatsächlich bis zur holländischen Grenze fahren. Da wäre für mich die Frage aber, wie sieht denn das mit dem Versicherungsschutz aus? Wie ist das Auto in der Zeit versichert? Es gibt in Deutschland leider keine Versicherung, die ein ausländisches Kennzeichen versichert. Das gab es mal vom ADAC, eine sogenannte Grenzversicherung. Das machen die aber nicht mehr. Ich kann mir in Deutschland ein Kurzzeitkennzeichen holen, kann ich mir von meiner Versicherung eine Deckungskarte geben lassen, so ein Überführungskennzeichen. Problem ist, damit darf ich offiziell gar nicht im Ausland fahren. Und ich brauche die TÜV-Bescheinigung. Wir drehen uns wieder im Kreis. Ohne TÜV kein Kurzzeitkennzeichen, ohne dass ich das Fahrzeug hier beim TÜV gezeigt habe, komme ich nicht weiter. Aber ich komme auch nicht mit dem Fahrzeug hier in Deutschland zum TÜV hin. Man dreht sich, wie gesagt, so endlos im Kreis. Es gibt auch
holländische Kurzzeitkennzeichen, die es für ca. 140 Euro in Holland wohl geben soll. Das Problem ist hier auch für mich der Versicherungsschutz. Man muss unterscheiden zwischen dem, ja, ich sag mal, dem Verstoß gegen Kennzeichenregeln, wenn man also mit einem Nummernschild rumfährt, mit dem man nicht rumfahren darf. Das ist irgendeine hoheitliche Geschichte, kostet sicherlich irgendwie ein paar Euro Strafe, aber ist nicht so dramatisch. Dramatischer ist, wenn euch der Versicherungsschutz fehlt oder der nicht ausreicht. Wenn ihr das Auto überführt von Holland nach Deutschland, dann fahrt ihr mehrere hundert Kilometer auf der Autobahn. Wenn da irgendwas passiert, wenn ihr einen Unfall habt, an dem ein LKW beteiligt ist, der seine Ladung verliert, dann entstehen da Kosten, die sind hochgradig fünfstellig, wenn nicht sechsstellig, für das Entsorgen irgendeiner abgebrannten Sache, für das Erneuern der Fahrbahnoberfläche, weil da an der Stelle irgendwas abgefackelt ist oder wenn irgendwas in die Botanik läuft, nebenan ins Grundwasser läuft. Also die Kosten so eines Unfalls sind nicht das Blech, sondern es sind eben heute vielfach diese ganzen Entsorgungskosten, die da anfallen. Das Risiko ist mir entsprechend zu groß. Also aufgrund, solange der Versicherungsstatus des Fahrzeuges nicht geklärt ist, würde ich das Fahrzeug realistisch mit einem Hänger aus Holland abholen beziehungsweise von einem Spediteur abholen lassen. Das kostet dann Geld, das kostet vielleicht 300, 400 Euro oder auch 500, wenn jemand das da holt. Aber ihr seid auf der sicheren Seite. Zwar habt ihr nicht so ganz dieses Erlebnis, ich will nach Tilburg und will da empfangen werden und will da mein Auto bekommen, aber ich sehe wenig andere Möglichkeiten, den Wagen herzuholen, es sei denn, ihr begebt euch in eine versicherungstechnische Grauzone, in der ich nicht stecken möchte. Wenn da was passiert, möchte ich genau wissen, wie das geht, und zwar vorher, bevor ich losfahre. Ja, es gibt einen Sonderfall, wenn das Fahrzeug jünger ist als 3 Jahre. Ihr wisst, in Deutschland ist jedes Neufahrzeug, was ihr beim Händler kauft, für 3 Jahre vom TÜV befreit. Wenn ich mir also ein neues Fahrzeug kaufe, ist da immer eine TÜV-Plakette drauf. Für 3 Jahre brauche ich nicht zum TÜV. Das gilt auch für ein Importfahrzeug aus der EU. Das heißt, wenn ihr in Holland ein Auto kauft, was beispielsweise 2 Jahre alt ist, dann hat das quasi beim Import nach Deutschland noch 1 Jahr Rest-TÜV. Das hat den Vorteil, dass ihr nicht zum TÜV zu dieser Abnahme müsst und ihr könnt einfach mit den Papieren, die ihr aus Holland bekommen habt und den üblichen Papieren wie Deckungskarte, Ausweis und so weiter, hier in Deutschland eine Zulassung beantragen. Theoretisch hat das Verkehrsamt in Deutschland die Aufgabe, die Fahrgestellnummer nochmal am Fahrzeug zu prüfen. Dann kommen wir wieder in diesen Modus, wo wir uns im Kreis drehen, weil wir das Auto ja nicht dabei haben. Das machen die aber extrem selten. Normalerweise reicht es, wenn man mit den Papieren dort aufkreuzt und sagt, hier so und so, das und das Fahrzeugalter, dann wird auch nicht mehr nach TÜV gefragt. Dazu muss das Auto aber, wie gesagt, jünger als 3 Jahre sein. Es gilt dabei der volle Monat der Erstzulassung, also wenn das Auto so wie bei mir am 25. eines Monats seine Erstzulassung hatte, dann könnt ihr auch am 26. oder 27. noch hingehen, bis zum 31. könnt ihr praktisch dort beim Deutschen Verkehrsamt die Zulassung beantragen. Ja, in meinem Fall, und das ist jetzt echt eine echt heiße Kiste. In meinem Fall war es so, als ich das Auto Ende Juni gekauft habe in Holland und dann die Papiere gesehen habe, habe ich gesehen, dass mein Auto tatsächlich am 27. Juli 2015 seine Erstzulassung in Holland hatte. Dann wird es spannend, weil ich dann ja noch den gesamten Juli 2018 die Möglichkeit hatte, das Fahrzeug als Neufahrzeug, also 3 Jahre alt, in Deutschland zulassen zu können. Insofern habe ich in Holland bei Tesla ein bisschen auf die Tube gedrückt, nach dem Motto, Leute, ihr müsst jetzt schnell machen. Nicht, dass ich die Papiere erst im August kriege, weil dann ist das Auto älter als 3 Jahre. Dann drehe ich mich auch in dieser Schleife, wo ich nicht mehr rauskomme und den Wagen nur mit dem Hänger abholen kann. Insofern habe ich Druck gemacht, dass ich schnell meine Rechnung kriege, dass ich schnell bezahlen kann, dass ich schnell die holländischen Papiere bekomme.
Das Ganze wurde noch so ein bisschen verschärft. Meine Banküberweisung ging nicht durch, weil die Bank irgendeine Zahl auf dem Vordruck nicht lesen konnte. Das musste nochmal gemacht werden. Das hat wieder 2-3 Tage gekostet. Als die holländischen Papiere per Kurierdienst kamen, war es genau die halbe Stunde, wo ich gerade mal nicht im Hause war. Also es war wirklich so, dass man sagte, okay, es wird jetzt echt langsam knapp. Dann war ich ja mit den Papieren beim Hamburger Verkehrsamt. Die haben gesagt, okay, kannst du machen, aber wie gesagt, dazu brauche ich von dir dann einen Termin. Den Termin musste ich mir dann erst holen. Das Ganze hatte 10 Tage Vorlaufzeit. Ich habe mir dann 5 Termine geholt, für jeden Werktag noch einen. Ich hatte noch 5 Tage Zeit im Juli. Für jeden Werktag habe ich mir dann einen Termin geholt. Kein Wunder, dass es in Hamburg keine Termine mehr gibt, wenn sich jeder 5 Termine holt und nicht nur einen. Kann ja sein, dass man was vergessen hat, dann schickt er einen nach Hause und sagt, komm noch mal wieder. Und wenn man dann sich einen neuen Termin holt, dann wären wir schon im August. Die Termine habe ich hinterher übrigens alle freigegeben. Das kann man machen, wenn man den Termin nicht braucht, kann man ihn im Online stornieren und dann kann der Nächste ihn bekommen. Ja, mein Termin beim Verkehrsamt war dann tatsächlich der 25. Juli 2018, also wirklich nur wenige Tage vor Ablauf dieser 3-Jahres-Frist. Und was soll ich euch sagen? Es hat geklappt. Ich habe hier neben mir liegen die endgültigen Nummernschilder. Das heißt, das Auto ist komplett zugelassen. Ich habe einen Brief, Schein, die deutschen Papiere. Ich habe auch eine Umweltplakette. Ganz wichtig, vergesst nicht diese grüne Plakette. Auch wenn ihr ein Elektroauto habt, wenn ihr in die Umweltzonen rein wollt, ihr braucht diese grüne Plakette, sonst kriegt ihr ein Strafmandat. Das Gesetz für diese Plaketten ist älter, da gab es noch kein E-Kennzeichen, also ist das egal. Und ein Tipp von mehreren YouTube-Usern, vielen Dank dafür, deutsche Nummernschildhalter. Man kann die deutschen Kennzeichen nicht an der holländischen Befestigung befestigen. Man braucht deutsche Nummernschildhalter. Die soll man sich also auch noch mitnehmen. Habe ich also auch schon organisiert. Ja, mein Auto hat dann praktisch in Deutschland die erste Zulassung am 25.07.2018. Es hat dann quasi nur noch 4-5 Tage TÜV. Das heißt, wenn ich das Auto aus Holland geholt habe, was jetzt der nächste Punkt wäre, dann muss das Auto im Prinzip relativ schnell zum TÜV. Im August ist es dann schon überfällig, aber glaube ich, das macht nichts. Und ich habe auch mit der endgültigen Zulassung natürlich eine grüne Deckungskarte bekommen von meiner Versicherung. Das heißt, die Fahrt auf holländischem Gebiet ist also richtig abgedeckt und ich kann normal fahren, als würde ich in Holland in Urlaub fahren. Mein nächster Step ist dann die Abholung des Autos in Holland. Das war auch nochmal wieder spaßig. Als ich vom Verkehrsamt rauskam, es war Mittwoch, habe ich gesagt, okay, alles klar, wie wäre es, wenn ich Freitag vorbeikomme und den Wagen dann endlich abhole? Zumal mich Tesla auch zwischenzeitlich schon angerufen hat, was denn nun ist, wann ich den Wagen abhole. Dazu muss man sagen, Tesla ist telefonisch in Holland nur Montag bis Freitag erreichbar und zwar bis 14 Uhr. Also ich kam natürlich am Mittwochnachmittag aus dem Verkehrsamt raus, weil das ein riesen Brimborium da war. Ich musste zum Leiter der Zulassungsstelle hin und her. Am Ende hat es aber geklappt. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an das Team der Zulassungsstelle hier in Hamburg-Harburg, dass das funktioniert hat. Ich war da also erst um 17 Uhr raus, dann kann man natürlich in Holland keinen mehr erreichen. Dann habe ich am Donnerstag in Holland angerufen nach dem Motto, wie sieht's aus? Ich würde dann morgen, also Freitag, gern vorbeikommen und den Wagen abholen. Dann hieß es, nee, das geht so nicht, da müssen wir erst einen Termin machen. Und der nächstmögliche Termin wäre nächste Woche Mittwoch. Also auch da ist schon wieder eine Woche Zeitverzögerung und Delay drin. Wieder eine Woche Wartezeit, wieder eine Woche Vorfreude. Aufgrund von Terminen in der nächsten Woche kann ich auch nicht gleich am Mittwoch lostoben. Das heißt also, da ist wirklich dann eine Woche Frist nochmal dazwischen. Insgesamt sind so, trotz dass ich ein bisschen Druck gemacht habe, doch tatsächlich 5 Wochen vergangen zwischen meinem Mausklick, ich will den kaufen, und dem Abholtermin bei Tesla in Tilburg. Aber grundsätzlich bin ich jetzt etwas entspannter, denn das Thema Zulassung ist geklärt, das Auto ist zugelassen, ich kann in Holland rumfahren, ganz normal, ich kann in Deutschland rumfahren, ich brauche auch nicht nochmal zum Verkehrsamt, ich muss halt nur noch einmal zum TÜV für eine normale TÜV-Prüfung und keine Vollabnahme. Ja, nächster Step ist dann tatsächlich Abholung des Autos in Tilburg, in Holland. Ich zeige euch das, bleibt dabei.
Und wir sehen uns dann in circa einer Woche mit den Eindrücken von der Abholung des Autos in Tilburg.